Hallo meine Lieben, seid herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael und ich bin spiritueller Lebensberater und Medium. In der letzten Zeit, also jetzt die letzten Dezember-Tage oder generell im Dezember, habe ich jetzt nicht so viele Videos gemacht, weil bei mir war es etwas stressig, der Dezember. Aber jetzt im Jänner werden wieder regelmäßig Videos für euch erscheinen und auch Channelings. Genau. Deswegen würde ich eben heute gerne mich mit der geistigen Welt verbinden und euch ein Channeling bringen für den Jänner. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weihnachtsfest und ich wünsche euch für morgen einen schönen Rutsch ins neue Jahr 2022. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich es wieder schaffe, dann das nächste Video online zu stellen, aber ich glaube, das wird so Mitte Jänner sein. Genau. Auch wollte ich mich bedanken für eure Abos, die was ich jetzt in der letzten Zeit bekommen habe, obwohl ich keine Videos online gestellt habe. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Genau. Also ein ganz lieben Dank an euch und danke für eure Unterstützung zu meiner Arbeit. So, aber jetzt werde ich mich gleich mit der geistigen Welt verbinden. Ich weiß noch nicht, wem ich channeln darf. Ich werde mich einfach verbinden mit der geistigen Welt und dann schauen wir, wer kommt und wer uns eine Nachricht für den Jänner bereithält. Falls du neu auf meinem Kanal bist, wenn ich anfange zum Gähnen, ist das nicht ein Zeichen, dass ich müde bin, sondern dass ich den Energiewechsel mache und mich anschließe an die geistige Welt. Genau. Und ich werde jetzt einfach anfangen, mich zu verbinden und dann schauen wir mal, wer kommt und welche Nachricht durchkommt für den Jänner 2022. Das erste, was ich wahrnehme, ist ein helles, gelbes Licht. Das verbinde ich mit einem Erzengel. Ja,
Ihr Lieben, mein Name ist Erzengel Jophiel. Mich begleitet das goldene Licht und das gelbe Licht. Ich werde euch einhüllen in goldenes und gelbes Licht, um eure Energien zu erhöhen. Eure Energien sind ständig am Ansteigen, da sich die Energien immer mehr und immer mehr erhöhen. Viele von uns spüren dies in ihrem ganzen Körper. Viele sind müde, gestresst, ausgelaucht, traurig, verwirrt. Doch nehmt diese Zeit des Übergangs, in der wir uns befinden, nun an. Die Zeit der Ruhe und der Einkehr hat nun angefangen. Geht in euch, in eure Mitte und habt Vertrauen an die geistige Welt und an euer Dasein. Habt Vertrauen in eure Mitmenschen. Lasst eure Dualität los und begebt euch in die große und immer wiederkehrende und bedingungslose Liebe. Habt Vertrauen und keine Angst. Seid ehrlich zu euch und ehrlich zu euren Mitmenschen. Geht nicht mehr den Weg des geringsten Widerstandes, sondern öffnet euer Herz und seid frei von Sorgen und Kummer. Ihr seid nicht alleine, ihr müsst dieses nicht alleine durchmachen. Ihr müsst nicht alleine schwierige Situationen bewältigen. Denn ihr habt immer und ständig jemanden an eurer Seite. Sei es von der geistigen Welt her oder sei es jemand in eurem Umfeld. Ihr könnt fragen eure Mitmenschen, ihr könnt fragen die geistige Welt und ihr könnt vertrauen. Habt endlich Vertrauen und geht aufeinander zu. Lasst eure Sorgen und Ängste nun endlich los. Denn das Jahr 2022 ist das Jahr des Aufstiegs. Denn die fünfte Dimension ist schon deutlich spürbarer. Auch wenn eure Gefühle etwas verrückt spielen, so geht in euch und seid frei und unabhängig. Lasst alles los, was ihr loslassen wollt. Und beginnt das Jahr von vorne, denn jetzt könnt ihr neu durchstarten. Altes kann abgeschlossen werden und Neues kann beginnen. Entscheide dich selbst und entscheide dich aus freien Stücken und aus deinen freien Willen, was du möchtest. Habe Vertrauen an die geistige Welt und an uns Engel. Wir sind immer für dich da. Danke an der Stelle an den Erzengel.
Da kommen mir gleich die Tränen. Das Channeling ist jetzt beendet. Hier nichts mehr. Entschuldigung. Genau. Es ist jetzt einfach eine Zeit des Übergangs, des Vertrauens und des Wachsen. Aber nur miteinander können wir eben wachsen, was auch der Erzengel sehr gut beschrieben hat, finde ich. Und ja, wir sollten alle frei sein und mehr aufeinander zugehen und einfach an uns und unsere Fähigkeiten mehr glauben. Ich hoffe, dieses Channeling hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar unten freuen. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. So bekommst du immer eine neue Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich danke dir oder euch sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und ich wünsche euch einen wunderschönen Jahreswechsel in Deck. Alles Liebe, euer Michael.